So, da ich heute so einen knappen halben Tag Pause habe von meinem Küchenprojekt hier oben über mir, habe ich mir gedacht, drehe ich doch mal ein kleines, ja, ergänzendes Filmchen zum Thema Benzinpumpe nochmal. Ich mache zwar bei meinem Küchenprojekt fast alles selbst, aber eine Rigipsdecke so schön verspachteln, dass man sie danach nur noch streichen muss, also da hört es dann bei mir leider auf, das kann ich nicht. Da müssen dann die Profis ran. Ja, dann nutze ich eben mal die Zeit und zeige euch, wenn ihr Lust dazu habt, wie so eine Benzinpumpe, also die Pumpe selbst, aufgebaut ist, wie sie ausschaut und wie sie arbeitet. Viel Spaß dabei, willkommen bei Gutzi Schrauber. Naja, so sieht sie also im Detail aus. Ich habe übrigens über diese Pumpe hier, beziehungsweise über den Hersteller hier im Internet überhaupt nichts ausfindig machen können. Hier steht zwar eine Nummer drauf, aber wenn man danach sucht, ja, findet man leider nichts. Es steht auch nirgendwo irgendein Logo aufgedruckt oder ein Markenname. Da kann man also wirklich nichts erkennen, wer diese Pumpe hier hergestellt hat. Das Einzige, was ich denke oder vermute, dieses 3B, das weist auf den Druck hin, weil die meisten solche Pumpen erzeugen ja circa 3 bis 3,5 bar Druck. Könnte sein, dass das hier was damit zu tun hat. Aber wie ihr seht, es ist hier kein Name aufgedruckt und kein Hersteller. Was man aber mit Sicherheit sagen kann, ist, dass das hier ein Gleichstrommotor ist. Geht ja auch nicht anders bei einem 12 Volt Bordnetz. Man sieht es auch hier, Plus und Minus. Hier eben dann die entsprechenden Anschlüsse. Die Pumpe selbst ist eine sogenannte Strömungspumpe. Das heißt, sie dreht sich hier eben um die Achse und fördert kontinuierlich hier dann Kraftstoff von hier nach hier. Ja. Theoretisch, wenn der Stutzen hier nicht abgebrochen wäre. Es gäbe ja auch sogenannte Verdrängungspumpen, die funktionieren dann mit Membranen oder Kolben. Aber das hier ist definitiv eine sogenannte Strömungspumpe. Ja, da wird hier in diesem Bereich irgendein Pumpenrad laufen. Da ist der Elektromotor drin. Ja, und ich bin echt mal gespannt, wie die das schaffen, den Sprit durch dieses Gehäuse hier oben wieder raufzufördern. Weil da, wie gesagt, läuft ja auch der Motor drin. Läuft der Motor jetzt im Kraftstoff oder haben die da innen irgendwelche Röhrchen verbaut, wie auch immer? Ja, das werden wir sehen, weil zum Schluss werde ich das Ganze hier aufschneiden. Davor aber vielleicht noch ein paar Worte zu dem Elektromotor selbst. Das hier ist ein sogenannter permanent erregter Gleichstrommotor und auch ein sogenannter Innenläufer. Das sind außenrum Magnete angebracht, Permanentmagnete, und es dreht sich der sogenannte Anker innen drin um seine Achse. Es gäbe auch noch eine andere Variante, einen sogenannten Außenläufer. Da werden die Spulen, also die Drähte, außen gewickelt und der Anker, der drehende Teil, werde dann aus Permanentmagneten. Sowas wird dann auch als sogenannter bürstenloser Motor oft im Modellbau verwendet. Ja, aber dieser Motor hat, wie gesagt, einen sich drehenden Anker, der mit Kupferdraht gewickelt ist. Und damit der Strom da reinfließen kann, braucht man einen Stromwender oder Kollektor oder auch heutzutage sehr häufig als Kommutator bezeichnet. Den werdet ihr dann später sehen, wenn ich den Motor dann geöffnet habe. Ja, es gibt aber nicht nur permanent erregte Gleichstrommotoren, sondern auch sogenannte Reihenschlussmotoren oder Nebenschlussmotoren. Die haben dann außenrum keine Magnete verbaut, sondern auch Spulenpakete. Und die Art und Weise, wie die sogenannte Erregerspule, die dann außenrum gewickelt ist, mit der Ankerspule verschaltet ist, gibt eben dann auch den Motor den Namen. Ich zeige euch mal kurz, wie das dann elektrisch aufgebaut ist. Ich habe mir da mal eine kleine Zeichnung erstellt. Also hier sehen wir diesen sogenannten Reihenschlussmotor, der auch als Universalmotor bezeichnet wird übrigens. Bei denen kann man nämlich auch mit Wechselspannung betreiben, nicht nur mit Gleichspannung. Ja, und hier sehen wir zum einen mal den Anker, die Ankerwicklung, also das drehende Teil. Wenn man den Stromfaden mal verfolgt, geht es vom Plus durch die Ankerwicklung durch und dann in Reihe dazu die sogenannte Erregerwicklung, die außenrum ja an den sogenannten Stator gewickelt ist. Deswegen heißt das Ding Reihenschlussmotor. Ja, und wie schon erwähnt, kann dieser Motor auch mit Wechselspannung betrieben werden. Und dann haben wir einen sogenannten Universalmotor eben. Der wird sehr, sehr häufig verwendet, zum Beispiel in Küchenkleingeräten wie Mixer, Rührstäbe, Staubsauger und so weiter. Und in seinen größeren Varianten werden solche Motoren in zum Beispiel Staplern oder Hubvorrichtungen eingebaut, weil die haben nämlich ein sehr hohes sogenanntes Anlaufdrehmoment, was ja bei Hubvorrichtungen sehr wichtig ist.
Einen Nachteil haben diese Motoren allerdings. Wenn an der Welle keine Last anliegt, dann kann es sein, dass die durchgehen. Das heißt, die Drehzahl schaukelt sich fast ins Unendliche hoch. Das geht dann so weit, dass entweder Lager oder eben auch die Wicklungen hier schlapp machen, weil die Fliehkraft so groß wird, dass es hier dann die Drähte auseinanderdrückt. Also solche Motoren darf man nie ohne Last betreiben. Ja, wie gesagt, das sind aber trotz alledem die am weitaus häufigst verwendeten Gleichstrommotoren. Ja, wenn es zum einen Reihenschlussmotoren gibt, dann gibt es dann eben auch sogenannte Nebenschlussmotoren. Hier ist die Erregerwicklung dann parallel zur Ankerwicklung geschaltet. Hier sieht man wieder das Plus. Der eine Strompfad, der geht dann eben wieder durch die Ankerwicklung hier rüber zum Minus. Und parallel zur Ankerwicklung ist dann eben die Erregerwicklung angeschlossen. Diese Bauweise bewirkt eine relativ stabile Drehzahl in Bezug zur Last. Das heißt, wenn sich die Last vergrößert an der Welle, bleibt die Drehzahl relativ konstant. Andersrum, wenn die Last kleiner wird, dann eben auch. Also solche Motoren verwendet man häufig, wenn man relativ konstante Drehzahlen möchte in Bezug auf die Last, die da dran hängt. Allerdings kann man solche Motoren normalerweise nur mit Gleichstrom betreiben. Ja, hier habe ich mal im Vergleich dazu einen permanent erregten Gleichstrommotor hingezeichnet. Das wäre so oder so ähnlich eben dann auch das Schaltplansymbol für so einen Motor. Statt einer Erregerwicklung eben Permanentmagnete. Was ich hier nicht eingezeichnet habe, das sind sogenannte Wendepol- bzw. Kompensationswicklungen. Die werden hier irgendwo eingebaut. Die braucht man, um das sogenannte Bürstenfeuer hier zu reduzieren, weil durchs Umschalten des Kommutators, also des Stromwendes, entsteht hier stellenweise Gegeninduktion der Spulen hier drin, das wiederum ein Bürstenfeuer erzeugt. Auch die sogenannte Phasenlage hier verändert sich je nach Drehzahl. Auch das erzeugt Bürstenfeuer, also Funkenflug. Und das will man ja hier vermeiden, weil das sogenannte Bürstenfeuer A, die Kohlen sehr stark verschleißt und dann eben auch auf den Wirkungsgrad einen etwas negativen Einfluss hat. Ja, jetzt aber Schluss mit der trockenen Theorie. Jetzt werde ich diesen Motor öffnen. Ja, wie man sieht, ist der hier oben und unten verbörtelt. Das heißt, ich kann hier nicht einfach mit einem Schraubendreher hier reinfahren und das Ganze aufbiegen, weil das Blech ist nämlich auch relativ dick, fühlt sich zumindest so an. Also werde ich den hier einfach mal aufschlitzen, vielleicht dann auf der anderen Seite auch noch. Ja, mal schauen, ob ich es mit dem Dremel schaffe oder ob ich da eine Flex dazu brauche. Was ich aber auf alle Fälle benötige, ist eine Schutzbrille. Ja, ganz bin ich noch nicht durch, aber ihr seht, geht ganz schön auf Verschleiß hier. Ich glaube, da nehme ich gleich mal die Flex. So, sieht aus, wie wenn ich durch wäre. Da unten sieht man schon, ich glaube, die Magnete. Und hier ein bisschen was von der Pumpeneinheit. Ja, lässt sich schon spreizen. Merkt man schon. Okay, dann die andere Seite. Ja, mit so einer Flex geht es eben viel, viel schneller. So, dann schaue ich doch mal, ob ich das auseinanderbringe. Ja, da habe ich in die Magnete reingeflext, wie man sieht. Jo, ist leider kaputt. Ja, und ist doch ein relativ dickes Blech. So, hier geht gleich mal die Pumpeneinheit raus, oder zumindest der Deckel davon. Eigentlich sollte ich diese Hälfte hier auch noch wegbekommen. Schauen wir mal. Komisch, das ist relativ
stabil. Ah, jetzt geht's. So. Wie man sieht, sind Magnete, die haften hier am Blech, die Reste davon. Ja, hier liegen also im Wesentlichen die Einzelteile so einer Benzinpumpe bzw. so eines Gleichstrommotors. Wie man sehr schön sieht, hier eben außen die angesprochenen Permanentmagnete. Tue ich mal weg. Sind natürlich ein bisschen gleichmäßiger verteilt. Ich habe sie jetzt einfach nur einmal reingelegt wieder. Was die Aufgabe dieses kleinen Blechs hier ist, das weiß ich jetzt gerade noch nicht. Naja, vielleicht finden wir es ja raus. Das hier ist einfach nur der Deckel bzw. der Stutzen, wo der Kraftstoff dann angesaugt wird. Da gibt es hier so eine Nut. Und wenn man sich das hier so anschaut an der Stelle, das hier ist das eigentliche Pumpenrad, das ich hier vorne und hinten schon mal ein bisschen angeflext habe. Wenn man sich das Teil hier mal etwas genauer anschaut, sieht aus wie so eine kleine Miniturbine. Und das Innere, das Schwarze, wird durch den Anker hier angetrieben. Der sitzt also hier mit seiner Achse so drin und dreht sich dann mit. Das müsst ihr euch, ja, geht auch raus. Sieht dann so aus. Also das hier ist dann eben die Ansaugseite. Dann geht es durch diese kleinen Schaufelräder durch und wird hier an dieser Seite nach außen gedrückt oder gepresst. Mit eben circa diesen 3 Bar, die ich ja schon ein paar Mal angesprochen habe. Wenn man sich hier dann den Deckel hier mal so ansieht, dann sehen wir hier die beiden Kohlen, die Kohlebürsten. Die sind federnd gelagert. Und passend dazu hier den sogenannten Stromwender oder Kommutator. Hier sind die Flächen des Kommutators stirnseitig angebracht. Bei sehr vielen Gleichstrommotoren ist der Kommutator hier fächerartig hier außen so rumgebaut und die Kohlebürsten greifen hier seitlich an. Ich denke mal, das hier hat einfach nur Platzgründe, damit man diesen Motor schön schlank und kompakt bauen kann. Ja, und die Achse des Ankers, die ist hier am Deckel und hier unten im Pumpengehäuse, ja, ich denke mal in Bronze gelagert. Schaut aus wie Bronzebuchsen. Was hier überraschenderweise nicht verbaut wurde, sind diese angesprochenen Kompensationswicklungen, die eben das Bürstenfeuer, ja, verringern sollen. Da sehe ich hier gar nichts. Na gut, wenn das Ganze immer schön nass nur in Benzin läuft, dann kann auch eigentlich kein Bürstenfeuer in dem Sinn entstehen, weil das ist ja dann in Flüssigkeit getaucht. Also ich sehe hier kein irgendwie internes Röhrchen, das das Benzin vom restlichen Motor trennen würde. Ich gehe mal davon aus, dass dieser Anker hier komplett im Sprit läuft. Es sieht tatsächlich so aus, als ob der Kraftstoff in diesen Zwischenräumen hier nach oben befördert wird. Hier sitzt ja in etwa die Pumpe. Ja. Das heißt, der Anker läuft komplett im Benzin. Und wie ihr seht, da reicht eine relativ kleine Öffnung, über die der Sprit dann ins Gehäuse gedrückt wird. Leider habe ich beim Zerlegen nicht aufgepasst, wo dieses Blech hier rausgefallen ist. Ich habe gerade eben schon mal ein bisschen versucht, dass ich sie irgendwo passend wieder reinstecken kann. Aber habe gerade keine Stelle gefunden, wo es schön sauber reinpasst. Ja, ich gehe mal davon aus, dass es irgendwo ein Leitblech ist, dass man eben die Strömung des Benzins hier etwas optimaler dahin leitet, wo man sie hinhaben möchte. Was mir jetzt gerade noch aufgefallen ist, ist diese kleine Kugel hier. Das ist eine federbelastete Kugel. Kann man reindrücken. Hier sieht man eben auch die zugehörige Feder noch, wenn man hier reinschaut. Ich denke mal, dass es hier so eine Art Überdruckventil ist oder so ein Bypass, wenn hier am normalen Auslaufstutzen irgendwas verstopft wäre, dass hier über diesen Weg dann trotz alledem noch Benzin aus der Pumpe rauslaufen kann. Ja, mein Nachbar hat auch gerade die Idee, seine Flex anzuwenden. Naja, recht viel mehr ist hier erstmal nicht zu sehen oder zu erkennen. Es wundert mich ein bisschen, dass diese Kompensationswicklungen hier fehlen. Werden wahrscheinlich bei dieser Konstruktion nicht benötigt.
Ja, auf die Kompensationswicklungen bin ich nur deshalb gekommen, weil der liebe Martin von Zumst Gentle, ich glaube 2018 auch schon mal so ein ähnliches Filmchen gedreht hat, wo er so eine Pumpe geöffnet hat. Und da waren eben hier oben diese Wicklungen verbaut. Ja, das soll es dann in aller Kürze schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant für euch als Ergänzung zum Thema Benzinpumpe. Ja, ich werde jetzt wieder nach oben gehen, den Film schneiden und dann an meinem Küchenprojekt weitermachen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.